Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich richtig, heute hier der Pate in der 50 Jahre Sonder-Collectors, wie heißt denn überhaupt? Edition. Ja, 50 Jahre Edition, genau. 4K Ultra HD, nochmal komplett überarbeitet der Film. Wir haben hier, wie gesagt, der Pate Teil 2 und der Pate Epilog, der Tod von Michael Corleone. Ist ja diese überarbeitete Version, dieser Director's Cut. Es ist auch der normale Teil 3 hier enthalten. Ja, am Ende zeige ich euch mal noch die anderen Editionen hier, die ich noch habe. Das ist einmal die Blu-ray-Edition und einmal die DVD-Edition und ja, wieso ich die noch habe und so weiter. Das kommt alles noch im Laufe des Videos. Aber als erstes schauen wir uns hier diese Edition an. Ich bin schon richtig heiß darauf. Das ganze Ding hat ja so, ich habe jetzt 114 Euro dafür bezahlt. Das war der erste Preis bei Amazon. Dann ging die irgendwie hoch im Preis. Ich glaube so auf über 140 bei Amazon. Und bei anderen hat es, glaube ich, so 135 gekostet. Also schon eine Stange Geld, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber der Pate ist natürlich auch eine Hausnummer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es wird von mir auch hier ein Review geben zu allen drei Teilen. Ja, das wird dann jetzt demnächst sozusagen hier, wie gesagt, schaut mal vorbei. Abonniert den Kanal, wenn er euch gefällt. Und ja, würde ich sagen, reiße ich das Ding mal auf. Ich bin nämlich schon richtig gespannt drauf. Bin ich da wirklich sehr gefreut auf die Edition. Wenn man die Unterschiede wissen möchte, was da alles geändert wurde, da wurde ganz schön nochmal, also wurde nochmal, wie gesagt, die Blu-ray-Edition wurde damals schon mal restauriert. Hier wurde aber nochmal komplett neu alles restauriert. Ja, wie gesagt, mit HDR und so weiter, Dolby Vision. Ja, ich verlinke euch unten mal einen Link, wo ihr zu Blu-ray-Rezensions.net kommt, wo ihr denn ganz genau seht, mit Unterschiede, mit Bildern, auch die, ja, wie gesagt, die neu überarbeiteten Sachen, was wurde da gemacht und so weiter. Das könnt ihr da alles ganz genau nachlesen. So, Folie ist weg. Oh, hier schön raufgeklebt, der FSK 16/18. So, ich würde sagen, schauen wir uns erstmal hier an die Edition. Ja, hier so in so einer Hochglanzschuber hier, der Pate, 50 Jahre. Wie gesagt, ist hier ein Aufkleber. Naja, hier auch am Spine sozusagen 50 Jahre und hinten haben wir denn ja den ganzen Inhalt, das ultimative Film Meisterwerk, wie gesagt, noch diese drei Kunstdrucke hier, denn es ist wie ein Buch gemacht halt und dann hier die ganzen Disc halt ja enthalten hier, also die enthalten sind, sagen wir mal so, und noch ein bisschen Text, wie gesagt, könnt ihr gerne ranzoomen hier oder euch das ja anschauen. So, dann würde ich sagen, zieh mal das hier mal den Schuber ab hier. Wie geht das? Oben raus, unten raus. Oh, das ist wirklich doch schon ein bisschen edel. Muss ich sagen. Also, wie so ein Buch halt gemacht. Oh, fässt sich auch gut an hier. Ja, diese. Ja, schauen wir mal wieder hier. Wie gesagt, schön hier mit diesen Golddruck hier, sagen wir es mal. Ja, sieht schon sehr geil. Aber seht auch hier die Struktur, wie so ein, ja, wie so ein Buch gemacht halt. Also wirklich gefällt mir sehr gut. Öffnen wir das Ganze mal. Dann haben wir da noch richtig ein Buch drin. Mein Gott, ist das geil. Hier so mit einer Lasche, wo man das rausnehmen kann. Also ist das auch nur eine Umverpackung hier nochmal. Also, ja, ziemlich cool. Hier haben wir dann die Kunstdrucke. So würde ich, oh, hier nochmal mit so einer extra Folie zwischen, dass da auch nichts kaputt geht. Boah, also wirklich von der Verpackung her. Auch hier seht ihr schon mal, wie dick dieser Anteil ist hier von diesem Buch hier. Also hier nochmal so ein Extraschutz. Also, boah. Also bin ich jetzt schon mal ein bisschen baff. So, hier haben wir diese Kunstdrucke. Oh, die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Schauen wir uns die mal an hier. Ja. Immer mit noch ein Papier dazwischen, dass auch gar nichts kaputt geht. Und dann hier. Ups. Ja, auch wenn man hier mal ein bisschen herangeht. Die sehen schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Vielleicht kommen die sogar bei mir an der Wand. Mal gucken. So, dann haben wir hier, wie gesagt, dieses ja, Buch. Schauen wir es uns mal gemeinsam an hier. Ich weiß überhaupt alles auf dem Bild hier so. Ganz schön groß das Ganze hier für meine Kamera. Also wirklich sehr edel hier. Sehr, sehr edel, muss ich sagen. Hei. Ich blätter das jetzt mal ein bisschen schneller durch. Wer will, kann das natürlich ja, dann mal kurz pausieren oder so, das Video. Also auch die Qualität, muss ich sagen, hier von den Bildern auch und vom Druck, Papier und so weiter.
ist das schon ja, richtig, richtig geil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Also das ist wirklich, das ist mal wirklich eine Edition, ja, die kann sich wirklich Edition schimpfen, sagen wir es mal so. Rundum Sorglos-Paket hier. Ja, ich weiß nicht, steht hier eine Seitenzahl? Ich glaube nicht. Oh, geht ja noch weiter hier. Oh, ich freue mich auch wirklich richtig, diese Filme mal wieder zu sehen. So, dann haben wir hier die Disc, so, oh, auch sehr gut gemacht. Ich mag es zwar jetzt nicht so, wenn das so in so einem Buch drin ist, so, weil wie ein Kratzer, wenn man das rausnimmt oder so, ist das nicht ganz so schön. Da scheint hier ein Dokumentations-Special-Feature-Film irgendwie zu sein hier. Ja, so sehen die Disc aus. Die ist jetzt, ja, okay. Aber sehr cool gemacht hier auch so mit dieser Schrift. Und diesen, ja. Hier haben wir dann immer den Film, genau. The Godfather Part 2. Und hier unten dann nochmal ein Bonus-Disc immer dazu. Ja, auf Blu-ray ist die. Die ist aber ein bisschen rausgerutscht, sehe ich gerade. Normalerweise verschwindet die hier so ein bisschen wie hier, so drüben. Ach, na, das passt hier nicht so ganz. Ah, das ist nicht so ganz so schön. Ja, also es gibt auch Schatten bei dieser Edition. Achso, das war hier der, habe ich jetzt falsch gelesen. Das ist der erste Teil, aber wieso ist der denn nicht? Ah, der hat keine Bonus-Disc. Dann hier der erste, der dritte Teil. Bonus-Disc, genau. Jetzt haben wir es hier. Und hier sind dann nochmal die ganzen Filme als Blu-ray. Bonus. Und wie gesagt, die haben wir hier auch mit am Start. Also wie gesagt, und das war es dann eigentlich auch schon. Also, wow, ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Also eine sehr, sehr geile Edition. Dieses Buch hier, ja, mit dieser, hier ist es nicht in Gold, hier haben wir so dieses, ja, nochmal so in Mattschwarz drüber. Am Spine hätte noch was da stehen können, das wäre noch ein bisschen cooler. Aber wir wollen jetzt, ist wirklich jetzt meckern hier auf hohem Niveau. Also ich finde es wirklich eine sehr, sehr gelungene Edition. Ich zeige jetzt nochmal kurz meine anderen Editionen. Ja, dann gab es ja damals mal hier diese Blu-ray-Edition. Ja, die war jetzt wirklich nicht so toll, weil das Ding auch raufgedruckt ist hier, der und dieser, es ist zwar so ziemlich cool gemacht, ja, wenn man sich so anguckt, auch mit dieser Schrift hier, mit der Pate und so, dass es so ein bisschen rauskommt, ist sehr, sehr cool, wie gesagt, an den Seiten auch so ein bisschen diese Lederoptik, die das hier hat, ist schon okay, aber dann ist es halt im Endeffekt bloß, wie ihr sehen könnt, einfach nur die Filme als Emery reingepackt. Ja, da haben wir hier eine Bonus-Disc. Es geht verkehrt rum hier. Ja, einfach der erste, der zweite. War von der Qualität aber auch schon sehr gut von Überarbeitung her. Wurde hier auch nochmal restauriert. Und so sind das, wie gesagt, ganz normale Emerys. Darum, das ist jetzt keine würdige Edition. Das war eigentlich nur der Film mit einem Pappschuber. Ja. Darum habe ich damals immer noch die DVD-Edition behalten, weil die fand ich immer ein bisschen schicker, ja, wenn wir uns das hier jetzt mal anschauen. Die hatte es, rutscht schon raus, da wirkte diese Lederoptik hier noch ein bisschen besser. Ja, fand die wirklich sehr cool hier, also die ganze Edition. Und da wir dann auch hier, wie gesagt, so ein Dings hatten hier, so ein Digibook, wie man sagt. Und dann halt hier auch schön bedruckt die Disc hatten hier. Das ist jetzt immer noch die, eigentlich, ja, in der neuen ist es auch nicht so schön bedruckt. Hier waren die so wirklich schön bedruckt gewesen, ja. Auch mit diesen schönen Bildchen hier, mit diesen Farben. Sah das schon sehr, sehr cool aus hier. Ja. Das war damals sozusagen meine erste Edition, weil wenn man sich jetzt mal hier die Emerys, die waren, oh, sorry, ein bisschen laut hier, anguckt hier, der erste Teil, der Mann, sahen da so die Discs aus, ja. Das ist, ja, als Sammler, sag ich mal, ist so der Druck der Disc auch schon wichtig. Da muss auch ein schönes Bild drauf sein, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Die Disc sollte da auch einen schönen Druck haben, ja. Ich weiß mal, die von Paramount, die waren, glaube ich, immer nur die, wie so ein Silberling, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ist, glaube ich, immer noch so. Aber die Disc sollte doch auch schön passend zu der Edition bedruckt sein, bin ich der Meinung, ja. Ja, und hier ist jetzt auch nicht gerade so schön. Auch sehr verwaschen so ein bisschen, dass das... Ja,
Okay, ist farblich markiert, so goldig ist halt die Uhr, die Bonus-Discs sind schwarz, Blu-ray ist blau. Okay, aber naja. Ansonsten muss ich sagen, sehr, sehr geile Edition. Ich bin ja positiv überrascht. Ja, freue mich wahnsinnig, die endlich mal wieder zu gucken, die Filme. Wie gesagt, Review wird noch ein bisschen dauern natürlich. Die sind ja auch ein bisschen lang, die Filme. Wetter wird schön, da guckt man nicht mehr ganz so viele Filme. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.